Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Und ja, wieder mit Facecam natürlich. Und in unserem kleinen Bunker hier, da kriechen wir auch schon lang. Boah, Alter, ich habe irgendwie in meinem Hals ist irgendwas kaputt gegangen. Also, der hört sich seit gestern ziemlich komisch an, obwohl ich nichts gemacht habe. Was soll die Scheiße denn? Erstmal holen wir uns natürlich hier wieder unseren ganzen Stuff. Übrigens, da oben ist ein Effigie, weil ich schon mal versucht habe aufzunehmen, dann aber Fraps abgeschmiert ist, warum auch immer, und die Aufnahmedatei nicht verwertet werden konnte. Hochprofessionell, wie immer. Ja, und deswegen steht da oben jetzt ein Effigie, das noch nicht fertig ist. Wir waren nämlich Ureinwohner, schnell sind wir hier. Der ein oder andere, naja, das Ding ist fast fertig, also waren es ein paar mehr, vorbeigeschaut haben. Ja, das waren so meine Ankündigungen, die ich zu sagen hatte. Und ich wette doch, dass die gleiche schon wieder vorbeigucken. Deswegen nehmen wir mal sicherheitshalber unsere Axt in die Hand. Das ist mein Handy. Auch wieder hochprofessionell alles. Keine Ahnung, was das ist. Hier liegen auch immer solche Platinen rum. Wir haben uns, ich weiß gar nicht, ob es schon in der Folge davor war, auf jeden Fall haben wir uns eine Bombe gecraftet. Die würde ich gerne mal ausprobieren, Leute. Ich meine, wir haben eh genug Platin, oder? Let's try it. Krass. Okay, Leute. Ich weiß noch nicht genau, was sie mir bringen soll. Wenn es Molotow-Cocktails gibt, weil die sind ja viel teurer, die Bomben. Vielleicht kann ich damit Häuser von denen wegsprengen oder so. Das ist ja schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Jetzt wollte ich mir erstmal eine neue Axt zulegen. Wir waren auch auf Erkundungstour ganz weit in die Richtung. Aber, so. Alles weg, ne? Ich habe schon wieder vergessen, mir einen Timer zu stellen. Egal, ich mache jetzt bis 26. Ich weiß, dass. Na, machen wir bis. Komm, machen wir bis 23. 3 Minuten könnte passen bis jetzt. Das sind Heilkräuter, geil. Wir brauchen ja auch mal so einen Kräuter. Also brauchen wir nicht unbedingt, aber können wir uns machen, ne? So. Nein. So. Alter, warum scheint das Licht durch meine Augen durch? Da sehe ich gerade aus wie so ein Totenschädel, ey. Bam. Bam. Boah, Alter, ich guck gerade wahrscheinlich richtig. Ich habe gerade wahrscheinlich richtig behindert geguckt. Ich habe auch nicht auf meinem zweiten Bildschirm geachtet. Ich denke, ich habe richtig behindert geguckt. So. Yep, ich denke, ich habe richtig behindert geguckt. Ach, wir werden schon genug Lizards finden. Ne? Ihr werdet alle verschont, auch du Hase. Was? Werfe mit Holzstämmen. Holy shit, die kloppen sich gegenseitig! Wie geil! Alter! Die haben sich gegenseitig getötet, die Opfer! Oh Gott, und jetzt wollen die mich töten. Wir müssen erst baden gehen, bevor wir kämpfen. Okay, jetzt kämpft mit mir. Habt ihr das gesehen? Die haben einfach. Die haben einfach ihre Kollegin totgeschlagen. So wie ich es jetzt mit der tun werde. Hallo. Bleibst du wohl. Na. Du, Alter. Kollege? Och Mann! Ich schreie doof rum. Hier ist einer, der mich verfolgt. Dann hole ich mir jetzt den da. Guck, was er will. Och Mann. Ich wollte mich richtig schön ranziehen.
Ja, damit hast du nicht gerechnet. Boah, Alter, immer wie die aufstehen, ey, ohne Spaß. So, das war die Combo des Todes. Darauf bist du erstmal gestorben. Hahaha. Oh, jetzt habe ich ein Bein in der Hand. Aber ich habe wieder einen Kopf für unser Effigy gesammelt. Oh, diese schönen Füße. Zehen, meine ich, ne? Und die schönen Zehennägel. Das ist auf jeden Fall schön appetitlich. Ich brauche noch 2 Arme, 5 Köpfe und 8 Stöcker. Da kommen doch schon direkt 2 Köpfe und 4 Arme. Oh, die gibt mir noch eine übelste Kombo. Oh, jetzt kommen beide, ey. Diesmal bin ich dran mit der Combo des Todes. Kopf. Da. Arm. Da. Noch einen Arm brauche ich. Nee. Die muss noch einen Arm verloren haben. Hat sie nicht? Die hatte nur einen. Boah, das ist wieder so ein komischer Mann, ey. Dann machen wir wieder die Taktik, die wir gegen die Männer machen. Oh, Münzen. Kollege, du rennst ein bisschen an mir vorbei. Ja, da stehe ich leider nicht. Na gut. Ich meine, habe ich gesagt, dass ich hier stehe und dich töten will? Ja gut, das habe ich. Jetzt, du bist ein Mann, Alter. Du bist eine Pussy, das bist du. Ja, das gefällt dir nicht, wenn ich sowas sage, ne? Da musst du erstmal ein paar reinkassieren. Jetzt stehst du wieder auf. Das Spiel kennen wir. Ja, jetzt komm, steh nochmal auf. Ich warte. Was ist denn los mit dir? Also das war echt der pussyhafteste Ureinwohner, den ich hier... Warum sind die Sachen verschwunden? Perfekt, da liegt ja noch ein Arm. Und da liegt auch der andere. Der ist ein bisschen weiter gerollt. Kann passieren. So, gut. Was ist das? Alkohol und Münzen. Das ist ja super. So. Da unten rennt auch schon einer und da oben kommt der nächste. Wie viele Köpfe brauchen wir noch? 3. Das sind 2. Schade. Aber wenn wir uns die 2 holen, dann brauchen wir nur noch einen. Ich weiß, da habe ich gut kombiniert. Restores Energy. Genau, gib mal her sowas. Ach, der eine rennt weg. Dann holen wir uns halt erstmal den da unten. Der hat da auch gebaut. Das ist ziemlich uncool. Außerdem ist das eine Die. Aber die sieht aus wie ein der. Ja, du hast mich ziemlich spät gesehen. Hallo? Keine Reaktion. Ich schlag 10-mal durch die durch. Ein Arm. Ich bräuchte noch einen. Hier ist keiner mehr. Dann nehme ich noch den Alkohol mit. Doch, da ist noch einer. Münzen nehmen wir noch mit. Alkohol nehmen wir noch mit. Gut. Mal gucken, was wir jetzt dran bauen können. Jetzt bräuchten wir ja noch 2 Köpfe. Wie viele Arme? Ich weiß, dass da einer ist. Keine Sorge. Torm hat alles unter Kontrolle. Jetzt habe ich so einen scheiß Fuß in der Hand. So ein scheiß Bein meine ich natürlich. Noch 2 Köpfe. Und mehr auch nicht. Jetzt ist die eine natürlich abgehauen. Das ist ärgerlich. Ich glaube, die werfe ich mit dem Tennisball ab. Ich wette, die stirbt davon. Nee, schade. Ja, unsere Männertaktik. Komm her, du Pussy. Du triffst mich ja noch nicht mal. Fuck! Wow. Chill mal bitte, okay? Gut. Nein! Die frisst von... Was ist da? Okay, Leute, das ist ein bisschen eklig. Wir beenden das jetzt mal ganz kurz. So, die hat sich gerade von ihrem noch lebenden Mitbewohner ein bisschen gegönnt. Und der dann einfach mal über seinen ganzen Körper geblutet. Okay, in diesem Stamm möchte ich nicht gerne wohnen.
bei aller Liebe, also, ne, ich weiß jetzt nicht, wie die so umgehen, wenn die noch leben, aber eben wurde da ja auch eine tot geprügelt. Vielleicht hatte gerade auch mal jemand Hunger. Das kann ja durchaus sein. Also, ehrlich gesagt, hätte ich darauf jetzt nicht so viel Bock, ne? Vielleicht kommen die deswegen auch zu mir, weil die denken, ich bin nett. Ich gebe dem so ein bisschen was von meinem Körper ab. Oh, guck mal, hier ist ein Baumstamm. Stimmt, ich musste hier gerade alles stehen und liegen lassen. Ey, kann die Olle da unten jetzt mal stehen bleiben? Ich brauche doch nur noch einen Kopf, bitte. Ach, da kommt er direkt ein in unsere Arme gelaufen. Das ist ja perfekt. Das ist ja super, sowas. So ein Service habe ich auch noch selten gesehen. So, du triffst... So Leute, da bin ich wieder. Das war gerade meine Mutter. Und das muss ich dann mal wieder rausschneiden. Es kommen immer alle rein, wenn ich aufnehme. Ich muss mal so ein Schild vor die Tür. Okay. Hälfte von die Leben. Ich bin dran. Wo ist der Kopf? Da. Gut, hab alles. So. Haben wir irgendeine... Nein. Jetzt aber. Ja. Meine Mutter war kurz drin. Die hat man nicht gesehen, weil ich das rausgeschnitten habe. Weil ich ein kleiner Schneideexperte bin mit meinem Sony Vegas 13 Pro 1000. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. So wie bei meinem Bruder, letzte Folge. Oder als ich einfach mal das Ende noch dran gelassen habe, bis ich die Tonspur und die Stöcker fehlen noch. Das ist ja ein lustiges Gebilde jetzt. Aber vorher sollen wir es offwashen, to avoid infection. Hier in unserer kleinen Badewanne, ne? Die ist ja, hier geht's dann wieder hoch. Und dann geht's ins Meer mit tollen Haien. Ganz tolle Haie sind das. Hier ist noch ein Baumstamm. Das haben wir alles in unserer Badewanne liegen. Kann man Haie eigentlich töten? Ich weiß es nicht. Ich weiß wohl, dass man von denen getötet wird, aber ob man die selbst töten kann? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, nicht so viel Bock, das jetzt mal auszuprobieren. Voll der Jump'n'Run Pro hier, Minecraft-Gene. Ja, ja, da hinten läuft schon wieder einer. Wir wollen jetzt eigentlich kein Beef mehr. Es sei denn, es lässt sich nicht vermeiden, ne? Ich brauche ja eigentlich nur 8 Stöcker, glaube ich. Was ich dann mal mit euch nächste Folge ausprobieren will, ist mal so ein Lager zu finden und da mal eine Bombe reinzuplanten. Ich glaube, das wird lustig. Bestimmt wird das lustig. Ich muss gerade die da hinten so ein bisschen im Auge behalten, die kleinen Zigeuner. Weil jetzt kommen die nämlich genau in unsere Richtung. Jetzt, du hast mich noch nicht gesehen, ich habe hier nur einen Baum umgekippt, das ist normal. Jetzt hat sie mich gesehen, obwohl die gar kein Geräusch gemacht. Ach ja, das sind ja die Bäume, die man nicht umfällen kann. Ich hole eben noch Stöcker, okay? So. Oh Gott! Und jetzt habe ich die Axt nicht ausgewählt. Ihr seid doch wasserscheu. Hier, ich bin knietief im Wasser. Ihr könnt mir nicht nachrennen. So. Ich gehe zu meiner... Wo ist die? What the fuck? Ist die ein Affe oder was? Warum kann ich das nicht? Bin von der gleichen Absch... Ich kann das! Hä? Hi! Ey, kletter bitte nochmal einen Baum hoch, ich habe eine gute Idee. Dann nicht. Vogel, du hättest nicht sterben müssen. Du bist dazwischen gerannt. Boah, uncool. Nicht nochmal an so einer Sache sterben, ey.
Ja. Hallo, ich bin im Wasser. Danke. Hier sind ja wieder neue Koffer. Und ich habe noch 6 Minuten. Das nehmen wir gerne an. Das, also so ein Angebot, ne, das können wir ja nicht ausschlagen. Hier gönne ich mir mal ein bisschen den roten Koffer. Der fliegt erstmal 10 Kilometer zur Seite. Den Koffer. Ein bisschen Alkohol noch für unterwegs. Hier noch ein paar Münzen. Damit wir uns auch den Rückflug finanzieren können. Ne, was finden wir hier noch? Ein bisschen Stoff für unterwegs. Hier finden wir noch ein bisschen Rüstung. Oha, 3 Stück. Kriege ich noch einen? Den da kriege ich noch. Den da kriege ich auch noch. Hä, den hätte ich schon locker kriegen müssen. So, habe ich dich. 3. Oha, was geht denn jetzt da? So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder gut ausgerüstet hier mit Rüstung und so. Oh, jetzt sieht man ja auch, wenn ich so mache. Das finde ich nicht so geil. So. Yay, Tennisball, wie freue ich mich über dich. Axt? Könnten die vielleicht nochmal fixen. Wo ist übrigens meine Steinaxt hin? Hm? Das ist ja echt uncool. Mein Gott. Alter, ohne Spaß. Komm her. So, gut. Da haben wir auch schon wieder ein paar Koffer geöffnet. Hier holen wir uns jetzt noch ein Leguan. Nein! Ich hab's versagt. Hä, wo ist der Hase? Egal. Raw Lizards können wir eh nicht mehr carryen, aber wir können uns die Rüstung von denen schnappen. Ach, wir sind voll. Ach, man kann anscheinend nur Möwen töten. Okay. Möwen sind eh komische Vögel, ja? Wie die immer gerne so Sachen klauen wollen. Das finde ich ziemlich lustig, muss ich sagen. Die haben schon meine Mutter ein Eis geklaut. An der Nordsee. Auf Baltrum, wenn ich es genau wissen soll. Tada! Unser Big Effigy ist fertig. Das solltet ihr ja jetzt wohl mal ein bisschen fernhalten. Daneben liegt hier noch so ein schönes abgetrenntes Bein. Bringen wir natürlich auch noch hier in Position. Ja, gebt mir einen Moment hier. Ich wette, ich zünde mich jetzt daran noch an. Ne, tue ich nicht. So, gut. Ja, das luchst fein. Jetzt nehmen wir wieder unsere andere Axt, weil mit der hier können wir nur so kompliziert blocken, aber wir haben die immerhin zum Holzfällen da. Ja, nächstes Mal würde ich sagen, machen wir eine kleine Exkursion da hinten auf die Insel. Mal. Da, wo wir jetzt den Tennisball so gekonnt hinwerfen. Uah! Ich will mal einen auf den Container werfen. Das hat super funktioniert. Das macht einfach keinen Sound. Okay, Leute. Wir gehen speichern. Fuck, wir müssen unser Feuer noch vollenden. Vorher mache ich das, beende ich die Folge nicht. Ohne Spaß. Es ist die 400.000. Folge auf dieser Welt, um genau zu sein, die zweite. Und wir haben noch kein Feuer. Aber so ein Big Effigy. Wisst ihr, damit kann ich nicht so gut leben. Weil ich habe ja auch mal Größenhunger. Und was dann ist, ne, das weiß ich auch noch nicht. Ich möchte mich ja nicht immer nur von Snickers ernähren, sondern auch mal von so einem leckeren Hasen. So, hier. Guck dir mal an. Kannst du bitte mal ineinander fallen, danke. Da sind auch schon meine 2 Stöcker. Der Stein kam weg. Ach, guck mal, jetzt fließt hier wieder alles runter. Uiuiui.
Obwohl es gar nicht re... Was zur Hölle? Ey, guck mal an, da unten gammelt einer bei unserem Effigy. Ich dachte, das hält die mal jetzt ein bisschen fern, weißt du, da zieht die an. Aber der ist ein bisschen in Trance, deswegen können wir den jetzt ganz easy peasy hier mal wegmotzen. Lol, der war sogar wirklich in Trance. Wenn man das Trance nennen kann, ne? Ich weiß es ja nicht genau. Ja geil, jetzt haben wir nur so ein Ding. So ein Kopf. Das kann ja nicht sein, dass wir einen Kopf verschwenden. Auch Effigy. Effigy. Simple Effigy. Plenty. Hör. Oh Mann, jetzt haben wir einen Stock verschwendet. Leute, wir müssen nochmal los. Aber guckt mal an, jetzt haben wir da schon zwei Effigies. Auf der gleichen Stelle, was natürlich unglaublich sinnvoll ist, aber... Vielleicht ist doppelt hält besser, so kennt ihr das Sprichwort, ne? Meine Mutter war ja auch drin, vielleicht kommen wir dann trotzdem noch auf eine gute Länge von 20 Minuten. So wie das bei diesem Format sein soll. Jetzt ist das schon wieder ein Ureinwohner. Und ich habe nur so einen Stock in der Hand. So, auf jeden Fall mit unseren zwei Effigies da unten sind wir schon mal gut bedient. Dann kommt bald noch eins hier auf die Seite da. Da, neben dem Container so, da ungefähr, da, irgendwo, da. Und dann kommt noch eins da irgendwo hin. Ich weiß nicht, die Kamera könnte das jetzt gespiegelt haben. Auf jeden Fall kommt noch auf die beiden anderen Seiten eins. Da rollt schon wieder ein Kopf hin und her. Den nehmen wir natürlich mit. Hier gibt es nochmal ein bisschen Alkohol, ein bisschen Münzen. Und dann springen wir hier rein. Vollenden unser kleines Feuer. Zünden das Ganze an. Braten uns einen kleinen Lizardmann. Und zwar schnell. Hier drin müsste es ja eigentlich Feuer, regengeschützt sein, aber... Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das funktioniert, weil hier fliegen auch Vögel durch, weißt du? Die kommen da rein und fliegen einfach durch die Wand wieder durch. Am besten, wenn auch wenn die Ureinwohner rein können, ey. Dann kriege ich aber die Krise. Dann würde ich das nochmal alles umzäunen, aber das wäre natürlich viel komplizierter, als es jetzt ist. So, dann gehen wir speichern. Und Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer natürlich. Lasst eine positive Bewertung da. Für die Fastgame natürlich auch, für mich persönlich, weil ich so geil bin, natürlich auch. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein. Ciao.